Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach einer langen Pause dachte ich mir nun, teste ich mit euch unbedingt mal das Draw Me von Foxy Draws. Das ist schon ihr zweites Buch und ihr erstes Buch war das Blubberjob. Wenn ihr dazu auch mal ein Video sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich zeige euch jetzt erstmal, welche Seiten ich mir heute rausgesucht habe. Und zum einen ist das der Globus. Das Prinzip vom Draw Me ist, dass man ganz viele Begriffe hat, die man in ein Glas tut. Und dann zieht man da einfach Begriffe raus. Und dazu muss man dann was zeichnen. Gerade wenn ihr so Schwierigkeiten habt mit Ideen finden, was ihr zeichnen sollt, ist dieses Buch perfekt für euch. Ich finde es richtig cool. Und ja, ich habe Flowers oder irgendwie so gezogen. Oder Blumi. Ja, ich glaube, es war Blumi. Und da habe ich erstmal meine Skizze gemacht. Und ja, ich weiß, dass am Ende mehr Rosen waren. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es in diesem Buch auch, also dass es auch das Wörtchen Rosy gibt. Deshalb habe ich einfach Rosen gemalt. Und zwar wollte ich dann auch noch die Aquarellmarker von Teddy testen, die ich allerdings nicht wirklich genutzt habe, weil ich weiß, dass das Papier nicht für Aquarell gemacht ist, aber ja, ich bin nicht so begeistert von denen, aber ich werde sie definitiv nochmal anders testen. Und dann habe ich erstmal angefangen, meine ganze Skizze anzumalen. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit und jetzt möchte ich euch nochmal etwas über die Aquarellmarker von Teddy erzählen. Ich fand sie an sich ganz okay. Sie ließen sich nur leider nicht so gut verblenden, was vielleicht auch an dem Papier liegen kann, weil es halt, wie schon gesagt, kein Aquarellpapier. Und ja, jetzt habe ich da noch ein bisschen braune Aquarellfarbe hinzugenommen, weil ich einfach wollte, dass es noch ein bisschen bräunlicher wird. Die Farbe hat auch durch die Seite durchgedrückt, was natürlich sehr schade ist, weil auf der anderen Seite auch ein sehr cooles Motiv ist, wo jetzt leider Farbe drauf ist. Naja, jetzt habe ich halt alles mit normaler Aquarellfarbe gemalt. Die Rosen habe ich einfach mit pinker Aquarellfarbe so Bögen gemalt, die von innen nach außen größer wurden. Innen sind sie meistens auch enger als außen. Und ich fand das eigentlich auch schon ganz gut, weil die innen dann auch noch ein bisschen dunkler waren, weil einfach noch mehr Aquarellfarbe im Pinsel war. Und am Ende habe ich auch noch ein paar orange Rosen hinzugefügt, weil ich einfach fand, dass das Bild noch ein bisschen zu leer war. Jetzt habe ich noch die Blätter mit grüner Aquarellfarbe hinzugefügt und dann noch mit brauner Aquarellfarbe so Äste gemalt, wo ich dann noch so lilafarbene Beeren rangemalt habe. Keine Ahnung, ich fand es einfach ganz süß und ja. Findet ihr es nicht auch so cool, dass in diesem Buch auch noch Tutorials von Foxy Draws gemacht wurden? Ich finde es richtig cool. Hier auf der linken Seite seht ihr jetzt auch noch so ein Erdbeer-Tutorial, wie ihr den Globus auch anmalen könnt. Und ich finde das einfach richtig cool und inspirierend. Weiter geht's auch schon mit Seite 2. Ich habe natürlich wieder einen Begriff gezogen. Diesmal habe ich Neon Lee gezogen und da kam mir sofort eine Idee.
Und zwar habe ich dieses Wort dann auch eingeklebt, dass ich es wirklich nur einmal benutzen kann. Und jetzt habe ich mir meine neonpinke Gouachefarbe geschnappt und habe damit erstmal alle Linien vom Kuchen nachgezogen. Schritt habe ich dann versucht, das alles nochmal mit Wasser zu verblenden, dass es nach außen hin etwas heller wird. Und im letzten Schritt habe ich mir dann nochmal meine weiße Gouache-Farbe genommen und habe damit nochmal alle Linien nachgezogen. Ja, ich finde es nicht so gut. So, und kommen wir jetzt auch schon zur letzten Seite von heute. Und zwar ist das die Pilzseite. Natürlich habe ich wieder ein Wörtchen gezogen. Ich denke, ihr habt es alle schon verstanden, das Prinzip. Und diesmal war es Baluni. Ja, da musste ich erstmal eine Weile überlegen, was ich mache. Und auch hier habe ich das Zettelchen wieder festgeklebt an der Seite. Und zwar habe ich mir für den Pilz so ein Aprikot rausgesucht und eine weiße Farbe. Und die beiden Farben habe ich dann erstmal gemischt und jeden Teil vom Pilz einfach erstmal in einer Farbe schön deckend angemalt. So, jetzt haben wir kurz Zeit für ein kleines Fazit. Also ich finde dieses Buch richtig cool und würde es auch weiterempfehlen, wenn ihr keine Ideen habt, was ihr malen sollt. Ihr lernt dadurch auch, was ihr noch malen könnt. Und ihr würdet halt nie auf die Idee kommen, solche abstrakten Sachen zu malen. Und hier gerade mein Globus, der gefällt mir letztendlich so gut und ich wäre nie sonst darauf gekommen, so etwas zu malen. Ja, ich werde das Buch auf jeden Fall weiter nutzen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr dazu noch mehr Videos sehen wollt. Ich würde mich sehr freuen, die zu machen. Und wenn ihr dann alle Felder aufgemalt habt, dann habe ich angefangen, mir immer dunklere Farben zu mischen und damit so eine Outline zu ziehen. Und dann habe ich angefangen, nochmal die ganzen Farben so ein bisschen zu verblenden. Nur ein ganz bisschen mit Wasser, dass das nicht ganz so hart aussieht. Und dann kam schon der vorletzte Schritt. Und dann habe ich mir meine Farbe Weiß genommen und habe einfach so ein paar Highlights gesetzt, wo ich denke, wo sie sein könnten. Und wichtig dabei ist, dass ihr die Highlights immer nur auf einer Seite vom Pilz setzt, damit das auch schön realistisch aussieht. Ich fand den Pilz aber noch nicht so baluni, deshalb habe ich mir noch einen neuen Feinliner geschnappt, den umrandet und unten nochmal so die typische Schnur rangemacht, an dem man den Ballon dann auch hält. So Leute, das war's aber leider auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch mal nochmal ein Video dazu sehen wollt oder auch mal zum Blabla-Journalen. Abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, Leute!